Samsung dominiert seit Jahren den Markt für faltbare Smartphones. Und damit könnte es bald vorbei sein, denn Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 sind keine so großen Updates und die Konkurrenz teilweise schon stärker. Das ist doch der Tenor vieler Videos und Tests gerade, oder? Aber was wenn nicht? Was, wenn es zu spät ist und Samsung ist gar nicht mehr zu stoppen? Was, wenn das ganze Foldable-Game gar nicht mehr der Fokus ist und sich Samsung mit Fold 6 und Flip 6 schon darauf konzentriert, den nächsten Markt zu dominieren? Den der KI-Smartphones. Bleibt dran, dann verraten wir euch unsere ganz spezielle Sicht auf das neue Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 und auf die Frage, kann irgendjemand noch Samsung stoppen? Wenn wir in den letzten 5 Jahren über faltbare Smartphones gesprochen haben, dann meistens über Samsung-Geräte. Und das hat auch einen Grund. Samsung ist einfach der dominante Player in diesem Markt, zumindest hier im deutschsprachigen Raum. Warum? Naja, das hat mehrere Gründe, aber 2 ganz entscheidende sind, sie waren ganz früh dabei, mit als Erste, und sie sind trotz Rückschlägen sehr konsequent dran geblieben. Und die Konkurrenz? Huawei ist hierzulande nahezu komplett abgemeldet, Motorola aktuell auch, Verkaufsverbot wegen Patentstreitigkeiten. OnePlus und Honor haben selbst starke Geräte am Markt, hatten aber in der Vergangenheit auch ihre Probleme und sind immer noch in der Wiederaufbauphase. Bei Apple ist, was dieses Thema angeht, komplett Apple. Und naja, Google ist noch die große Unbekannte, denn von denen kommt ja bekanntlich auch noch irgendwas Neues. Aber grundsätzlich gehört der Foldable-Markt immer noch Samsung. Und Samsung legt jetzt erwartungsgemäß auch wieder nach mit dem Galaxy Z Fold 6 und dem Z Flip 6. Was Samsung mit beiden Geräten macht, ist im Wesentlichen Produktpflege auf sehr hohem Niveau. Und das meinen wir tatsächlich sowohl positiv als auch negativ. Zum Beispiel das Z Fold 6. Das ist im Vergleich zum Z Fold 5 überhaupt keine Revolution. Es sind eher Detailverbesserungen, mit denen das Gerät glänzt. Die machen aber einen größeren Unterschied, als es den Anschein hat. Da wären zum Beispiel das Außendisplay. Das wächst von 6,2 auf 6,3 Zoll und bekommt dieses Jahr ein etwas breiteres Format. Insgesamt werden die Displayränder sowohl außen als auch innen schmaler und der Knick im Hauptbildschirm ist weniger auffällig als in den Vorjahren. Wir kennen es. Evolution statt Revolution. Auch der Alurahmen wurde neu designt und ist jetzt flach und matt. Und das macht optisch und haptisch tatsächlich einen ziemlichen Unterschied. Das Z Fold 6 sieht unheimlich schick und hochwertig designt aus. Und es ist ganze 14 Gramm leichter als sein Vorgänger. Es ist wie immer, ihr müsst es wahrscheinlich selbst in die Hand nehmen, um es zu verstehen, wie gut designt dieses Telefon ist. Das hat mich uns hier in der Redaktion total überrascht. Und es ist wasser- und staubgeschützt nach IP48. Im Inneren gibt es natürlich neue Hardware, wie den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mit 12 GB RAM, aber viel mehr Spektakuläres gibt es dann nicht zu sagen. Das Galaxy Z Flip ist seinem direkten Vorgänger auf der einen Seite sogar noch ähnlicher, bietet gleichzeitig aber auch mehr wirkliche, substanzielle Verbesserungen. Hier hat Samsung vor allem den Rahmen flacher gestaltet, also ähnlich wie beim Galaxy S24, aber auch einen größeren Akku mit 4000 mAh verbaut und die Auflösung der Hauptkamera von 12 auf 50 Megapixel erhöht. Also in 2 ganz wichtigen Kerndisziplinen nachgebessert. Natürlich gibt's auch hier den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 im Inneren und auch 12 GB RAM. Gute Wahl. Ach ja, die IP48-Zertifizierung ist auch hier vorhanden. Aber das war es dann auch schon im Wesentlichen mit den großen Hardware-Updates. Eine willkommene Software-Neuerung ist aber die Unterstützung von Samsung DeX, die es jetzt auch beim Flip 6 endlich gibt. Mehr Neues macht Samsung hardware-seitig dieses Jahr nicht. Und wahrscheinlich müssen sie es auch nicht, weil sie sich speziell in diesem Foldable-Markt, wie gesagt, in einer sehr komfortablen Position befinden. Sie machen aber etwas anderes und pushen stattdessen ganz massiv das Thema künstliche Intelligenz. Das haben sie beim Galaxy S24 in diesem Jahr auch schon gemacht und auch das hat da nicht so die krassen Hardware-Neuerungen zu bieten. Samsung hat es in sehr kurzer Zeit geschafft, sich beim Thema KI bzw. AI in Smartphones irgendwie an die Spitze der Bewegung zu setzen. Das ist ziemlich bemerkenswert, denn das war eigentlich jahrelang das Steckenpferd von Google.
Und das ist es noch. Aber Samsung hat es mit seinen Galaxy S24 Geräten trotzdem auf einen Schlag geschafft, Google und allen anderen ziemlich viel Momentum zu klauen. Dabei stammen viele der AI-Funktionen, die Samsung anbietet, eigentlich sogar von Google. Circle to Search zum Beispiel oder diverse Tools zur Bildbearbeitung. Aber Samsung hat die teilweise sogar früher implementiert oder lässt euch damit mehr machen als Google in seinen eigenen Geräten. Das ist auch beim Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 so. Samsung bringt alle AI-Features vom Galaxy S24 mit. Angefangen beim Objektradierer für die Fotobearbeitung, der wirklich praktisch ist, über den Fotoassistenten zum Ausschneiden, Verschieben, Verkleinern oder Vergrößern von Bildelementen. Und die Browser-Funktion, mit der ihr euch Webseiten zusammenfassen oder übersetzen lassen könnt. Bis hin zur generellen Übersetzung von Chats oder sogar Telefonaten. Oder Instant Slow-Mo, mit dem ihr jedes Video in Echtzeit in eine Zeitlupenaufnahme verwandeln könnt. Was diesen reinen Umfang der AI-Feature-Sets anging, war Samsung bisher sowieso schon führend. Jetzt kommen aber mit Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 nochmal eine ganze Menge neuer Funktionen hinzu. Vor allem solche, die auf generativer KI basieren. Also mit denen ihr euch ganze Texte oder Bilder auf Basis von Prompts erzeugen lassen könnt. Ihr könnt euch neuerdings zum Beispiel über die Tastatur-App ganze E-Mails vorschreiben lassen, die ihr kurz promptet. Ja, das ging bisher auch schon, wenn ihr zum Beispiel die Copilot-App von Microsoft genutzt habt und den Text danach in das E-Mail-Programm eurer Wahl übertragen habt. Aber jetzt ist das eben nativ integriert. Fast noch beeindruckender, aber auf jeden Fall cooler, ist der Fakt, dass ihr in Notes jetzt aus euren eigenen Zeichnungen relativ schicke Bilder erstellen lassen könnt. Zwar bei weitem keine fotorealistischen, aber in einem Comic-Stil oder als Pop-Art oder in Wasserfarben. Da kann man schon ein bisschen was Brauchbares mit hinbekommen. Richtig beeindruckend ist aber aus unserer Sicht ein anderes Feature, das auf den Namen Skizze zu Bild hört. Damit könnt ihr nämlich Dinge einfach in eure Fotos reinzeichnen. Mit dem Finger natürlich, aber noch besser mit dem S-Pen, wenn ihr auf dem Fold seid. Die Ergebnisse sind teilweise wirklich beeindruckend gut. Voraussetzung ist immer, dass die KI erkennt, was ihr malen wollt und dass das Motiv irgendwie sinnvoll in das Bild integrierbar ist. Ihr könnt aber nicht alles machen. Zum Beispiel ist es anscheinend nicht erlaubt, Leuten im Gesicht rumzumalen. Vermutlich will Samsung hier allzu starke Bildmanipulation verhindern. Das ist schon verständlich, denn mal ehrlich, das hier ist ein Tool, das zur Bildmanipulation einlädt. Das tut Photoshop auch, aber das hier ist nochmal sehr viel zugänglicher und leichter zu bedienen. Und das meinen wir durchaus als Kompliment. Das ist in gewisser Weise Instant Photoshop. Zumindest bewegen wir uns in Riesenschritten darauf hin. Und dann gibt's da auch noch das Porträtstudio, mit dem ihr mittels AI eure eigenen Selfies in eine Zeichnung verwandeln könnt. Und ja, das meiste davon ist ehrlicherweise Spielerei und ziemlich gimmicky. Aber das sind ganz viele Smartphone-Features, die im Laufe der letzten Jahre groß angepriesen wurden. Das hier ist zumindest spaßig und kann hin und wieder auch mal ganz praktisch sein. Ihr könnt AI außerdem noch für viele andere Sachen verwenden, wie Transkriptionen von Sprachaufnahmen zum Ordnen und Aufbereiten von Notizen. Oder einfach, um Gespräche mit anderen Personen über die Dolmetscher-App direkt zu übersetzen. Rein quantitativ bietet Samsung hier mehr an als die Konkurrenz. Und qualitativ in vielen Bereichen auch. Und das ist neu. Welchen Stellenwert das Thema künstliche Intelligenz für diese neuen Geräte und für Samsung insgesamt hat, zeigt sich an mehreren Stellen. Einmal, wenn ihr die Einstellungen auf den Geräten öffnet. Galaxy AI ist da inzwischen der erste Menüpunkt nach den Verbindungseinstellungen. Wichtiger als Benachrichtigungen, Display- und Akkueinstellungen oder alles sonstige. Aber man konnte den Stellenwert von AI auch bei der Präsentation der neuen Foldables sehen. Beim Galaxy Unpacked Anfang Juli nahm der ganze AI-Part einfach dreimal so viel Zeit ein als der Hardware-Teil. Und wir konnten die Geräte schon ein paar Tage vorher sehen, in Paris. Da haben sie uns dann sogar eine Dreiviertelstunde lang einen AI-Profi hingestellt, der uns erklärt hat, was AI bisher konnte und wo die noch hingehen. Das war vollkommen abgefahren. Kurz gesagt, dass die Geräte auf der Hardware-Seite nicht arg viel Neues zu bieten haben, dafür aber mit AI-Software protzen, ist kein Zufall und auch kein Unfall. Samsung will das so. Ganz offensichtlich wollen sie bei diesem ganzen AI-Thema eine Führungsrolle einnehmen. Eine, die sie im Foldable-Bereich eh schon haben und die sie da wahrscheinlich auch nicht wirklich in Gefahr sehen. Die Chancen stehen für Samsung auch wirklich nicht schlecht, dass sie diese Führungsrolle übernehmen können.
Der einzige wirkliche Konkurrent ist im Moment Google, den sie aber im vergangenen halben Jahr schon ziemlich viel Momentum klauen konnten. Obwohl ein Großteil der Galaxy AI-Funktionen eigentlich Google AI-Funktionen sind. Apple ist dank der EU-Regularien, aber vor allem dank seines eigenen Geschäftsgebarens in Europa erstmal abgemeldet, was das Thema KI angeht. Ja, und andere Hersteller haben sich bislang noch nicht so offensiv nach vorne gewagt. Samsung ist also im Moment auf dem besten Weg, die Marke für KI-Smartphones zu werden. Und wir wissen ehrlicherweise auch nicht, ob diese Strategie am Ende aufgeht. Aber wir sehen, was sie versuchen. Und wir konnten in der Vergangenheit sehen, dass sie vor allem bei Foldables mit aggressivem Marketing und großer Hartnäckigkeit einigen Erfolg haben konnten. Ja, das Samsung Galaxy Z Fold 6 und Z Flip 6 sind im Prinzip Nummer-Sicher-Geräte und so ein bisschen auch Stagnation auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber wir haben jetzt offenbar einen Punkt erreicht, an dem faltbare Smartphones auch einfach angekommen sind. Man bekommt keine experimentellen Produkte mehr, sondern welche, die erprobt und bewährt sind. Und der eigentliche Fokus liegt schon wieder ganz woanders. Und versteht uns hier nicht falsch. Das muss man nicht positiv sehen. Das muss man nicht bejubeln. Man kann Samsung absolut dafür kritisieren, wie sie ihre aktuelle Produktstrategie angehen. Aber man muss auch anerkennen, dass sie eine haben und dass sie auf einen aus ihrer Sicht viel dickeren Fisch aus sind als nur den Foldable-Markt. Aber wie seht ihr das? Findet ihr diese ganzen AI-Features spannend genug, damit neue Geräte allein dadurch für euch interessant werden? Glaubt ihr, dass Hersteller sich in Zukunft noch erlauben können, auf künstliche Intelligenz zu verzichten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und lasst uns drüber sprechen. Like und Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.